Willkommen, mein Name ist Simon Rita und ich bin heute hier mit Mara in diesem Wohnmobil, Ganesha Wohnmobil, mit dem ich reise. Und wir haben hier geparkt, ganz in der Nähe von Maras Atelier, von ihrer Goldquelle, auf dem Auerberg, wo wir heute auch die Schwesternzeit gefeiert haben. Und ich freue mich sehr, 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 Mara, dass du dir noch die Zeit genommen hast hier, nachdem wir wieder ein bisschen aufgewärmt sind und getrocknet sind, noch hier zu uns zu kommen und ein bisschen von dir zu erzählen. Und ich möchte gerne beginnen mit der allerersten Frage, die ich all meinen wunderbaren Schwestern stelle, die hierher kommen für die Schwesterngespräche. Und zwar, kannst du dich noch erinnern damals? Dein allererstes Mal im Tempel. Ja, kann ich mich schon sehr, sehr gut daran erinnern. Ich bin nämlich, bevor ich überhaupt einen Tempel gemacht habe, bin ich zum Tempeltraining gegangen. Ach, du gingst gleich direkt zum Tempeltraining. Also muss gestehen, ich hatte, es war 2012 und ich hatte eine Freundin, die sich für das Seminar im Chiemgau angemeldet hatte. Und die hat mich massiert gerade und hat mir erzählt von diesen Seminaren. Und es hat mich wie geflasht. Ich muss dahin. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich muss dahin. Es war wie ein Sog. Also mir ging das schon öfter so im Leben, dass ich das nicht großartig hinterfrage, sondern es gibt dann einfach so ein Körper ganzes Jahr. So wie sie die Helfer manche sagen. Gell? So, da muss ich hin. Da brauche ich gar nicht lange nachdenken. Und dann habe ich mich auch angemeldet und ich bin dann hin und habe mir dann erst gesagt, wo gehe ich denn jetzt da hin? Also ich kenne niemanden, ich weiß überhaupt nichts. Und wie sich das dann wirklich rausgestellt hat, dass das vielleicht das Tempeltraining ist, dann war das wirklich so, dass ich war damals noch bei Jamili. Und dann hat Jamili halt erzählt und ich habe, es war total spannend und ich habe das einfach wirklich genossen, dazu zu hören. So, und dann sagte sie, so, und wer will jetzt den ersten Tempel machen? ich habe doch noch nie einen Tempel gemacht, was geht? Und habe dann aber gemerkt, dass ich so viel Schiss, ich wusste, wenn ich jetzt nicht die Hand hebe, dann mache ich es nicht mehr. Und war sofort bei den Ersten dabei. Nein. Ja. Aber das war reine Selbstüberlebungstaktik. Deine Überlebensstrategie. Ich hätte sonst nicht mehr gemacht. Ich kenne mich. Ich hätte die Hosen sonst voll gekriegt, wenn ich das andere alles gesehen hätte. Und dann haben wir einen Tempel gemacht und wir waren zu viert. Und ich war ja Gott sei Dank nicht allein. Wir waren ja zu viert. Das ist so, im Tempeltraining ist man ja immer zu viert oder zu fünft. Ich habe einen Teil habe ich ausgeblendet, ehrlich gesagt. Es gab dann, war ein schöner Tempel. Aber ich habe das in meiner ganzen Zeit, und ich bin ja jetzt schon lang bei Awakening Woman und bin auch lange schon in der Assistenz und bin begleite auch viele, viele Trainings und habe viele Trainings begleitet. Das war das erste Mal, dass Shabini gesagt hat, es war nicht ganz so das Optimale. War das einzige Mal, dass dann genau unsere Gruppe den Tempel ganz am Schluss vom Training nochmal wiederholen durfte. Ah! Also, so, das war meine erste Bekanntschaft mit dem Tempeltraining. mit Tempel überhaupt, mit Frauentempel überhaupt. Ja, war schon sehr, sehr intensiv. Aber für mich war einfach das Wichtige, wirklich Wichtige, im Kreis zu sein. Und dieses zu spüren, die Frauen zu spüren, die ganze Arbeit, da ich wusste es, ja, da bin ich richtig. Und das eine ist dann nur die Technik gewesen, also die Umsetzung, die Tempeltraining. Ne? Aber ich wusste, in diesem Bereich bin ich, in diesem Raum, in diesem Kreis bin ich richtig. Und das war wunderschön. Ich habe mich dann daraufhin sofort im gleichen Jahr noch zum Neumonatsprogramm angemeldet. Das erste Tempeltraining war, glaube ich, im März und das Neumonatsprogramm war dann im Juli. Und und dann ist es wirklich so, das war eine ganz, ganz intensive Zeit damals. Nach dem Neumonatsprogramm, oder war das noch während des? Weiß ich gerade nicht, aber im Jahr drauf haben wir uns dann das habe ich mich dann damals mit meinem damaligen Mann noch zusammen nach Korfu angemeldet zum letzten Deeper Love.
So. Und dann damit hatte ich so diese gesamte Palette erledigt und ich war einfach, also es war, ich wusste einfach, dass da bin ich zu Hause. Ja. Bist du denn auch, nachdem du das Tempeltraining da so ohne vor, so mutig dich da hineinbegeben hast, wie bist du dann nach Hause gefahren? Hast du einen Tempel gegründet? Nicht sofort. Ich bin nach Hause gefahren und ich war damals sogar, ich glaube, das war sogar das Tempeltraining oder war das 9-Monats-Programm. Da ist so, glaube ich, die Jasmin, die Fach-Jasmin, ist mit mir mitgefahren, glaube ich, damals. Und wir haben dann zusammen bei mir einen Tempel gemacht. Ich habe dann noch eine Freundin eingeladen. Wir waren hier schon im Allgäu zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gemerkt, ich bin noch unglaublich unsicher. Das ist einfach noch nicht so, dass ich das machen kann. Ich war einfach noch zu unsicher. Und wann ich dann das nächste Mal. Und ich hatte leider zu dem Zeitpunkt auch keine Möglichkeit in meiner ganzen Umgebung ist. Ich wusste nirgendwo jetzt hier in der Gegend Tempel, Also eine Schwester. Tempelschwestern sind oder Tempel angeboten wurde. Erst zum Schluss von meinem Monatsprogramm habe ich dann eine kennengelernt in Landsberg und dann, es hat ganz, 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 ganz langsam angefangen. Also wenn das so ganz schnell initiiert ist, dass ich weiß, aber dann braucht es eine Entwicklung. Und was hat es denn für dich gebraucht, damit du dich, also du hast dich nicht sicher gefühlt zu Beginn? Was hat es denn für dich gebraucht, damit du dich da traust dann oder sicher fühlst? Ja, weiß ich war, ich glaube, ich war zu der Zeit in einer ganz großen Persönlichkeitswandlung. Und da war das Tempeltraining in erster Linie und eben auch mein Monatsprogramm, die waren einfach wegweisend, die waren unterstützend für meine persönliche Entwicklung. Und in der Zeit hatte ich einfach das Standing noch nicht, ganz Ja, einfach. Und so halbe Sachen wollte ich nicht abgeben. Oder will ich nein, nicht das anbieten, haben das wir merke ich. heute schon. Wir hatten ja heute die Jessenzeit, haben wir schon erfahren, dass Mara eine Frau der Qualität ist. Sie macht keine halben Sachen. Sie macht richtig, richtig ganze Sachen. Ja. Du hast ja, also mittlerweile, du organisierst und bist Teamleader ja bei Yashodhara, bei ganz vielen Neumonatsprogrammen, ganz vielen Tempeltrainings und auch im Rahmen der Tempeltour hast du hier ja auch den Initiationstag organisiert, den wir gestern hatten, und heute durften wir ein bisschen eintauchen. Hat Mara uns eingeladen in Maras Welt hier, in diesem wunderbaren, Maras Welt hört sich gut ja, in diesem Auerberg. Mittlerweile hat es auch aufgehört zu regnen. an. Und wir können jetzt die Berge Oh. sehen, von denen sie uns erzählt hat. Das war. Das war eine Prüfung für eure Fantasie. Wir haben uns dann hier getroffen zur Schwesternzeit und wir durften dann in dein Atelier gehen. Du bist eine Künstlerin und all das, was in dir lebt, bringst du in eine so wundervolle Form, manifestierst du im Außen. Und es wäre schön, wenn du uns ein bisschen erzählst von dieser tiefen Leidenschaft in dir. Das machst du ja schon eigentlich ein ganzes Leben. Ja, ziemlich lang. Ja, also es war, es ist schon Jahre her. Da war wirklich die Intention ganz intensiv, dass ich meine Leidenschaft, die Keramik, mit der Spiritualität verbinden wollte. Und damals wusste ich überhaupt noch nicht, um was es geht. Also ich war, oder wie das überhaupt funktionieren sollte. Und es hat dann auch noch eine lange Zeit gedauert, bis das irgendwann, bis das gefruchtet, bis der Same aufgegangen ist, gell? Gibt ja so Samen, die so ein halbes Leben unter der Ja, Erde genau, sind. die da viel Kompost Da brauchen. ganz viel brauchen und auf einmal gehen die auf. Und ja, vielleicht ist es bei mir auch so, ich weiß es nicht. Und Awakening Woman war dann ein ganz wesentlicher Teil davon, dass ich eine Form von Spiritualität oder von weiblicher Führungsqualität gespürt habe, die ich vorher einfach nicht kannte. Und das war auch was ganz, was auch was Irdisches und was Bodenständiges dennoch. Also
obwohl ich heute gesagt habe, so mit den Mantras, man schwebt so leicht, aber nein, es ist auch ganz gut umsetzbar gewesen oder ist für mich umsetzbar, spürbar. Und ich bin jedes Mal so dankbar und so geflasht und so fasziniert, im Kreis sitzen zu dürfen. Und ich habe ja dann eine Zeit lang Simone Ritter, dir noch nicht assistiert, aber Jamili habe ich assistiert, bis 2017 dann du und Yashodhara euch die Trainings übernommen hat. Und dann war ich, seither bin ich Assistenz oder wie sagt immer, Head Goddess von Yashodhara. Und darf natürlich dann in vielen Kreisen sitzen dadurch. Und bin so fasziniert von den Frauen, von der Schönheit der Frauen, dass mir immer wieder die Tränen kommen können. Es ist wirklich ganz intensiv, so die unterschiedlichsten Frauen zu sehen und ob die jetzt Frau Dr. XY ist oder in Anführungsstrichen nur Hausfrau oder was auch immer sie so in ihrem Alltag macht, zu sehen, sie sind alle gleich. Also alle sind wir gleich, nicht sie, sondern wir sind alle gleich. Und wir sind alle schön. Ja. Und jede hat so ihre individuelle Schönheit. Und das fasziniert mich. Naja, und dann über diesen Weg ist so ein Teil der Spiritualität mit in meine Arbeit geflossen, durch das, dass ich dann auch Göttinnen mache und mittlerweile einfach so kleine Anhänger oder so kleine Sachen macht, die man sich mitnehmen kann nach dem Training, wenn man weiß, es gab einen Durchbruch. Jetzt bin ich einen Schritt weiter, die nächste Stufe. Und das erinnert mich daran und ich kann mich daran festhalten. Und ich kann einfach, ich kenne mein Wachstum so. Das ist das, was ich mit meiner Arbeit gerne mache. Frauen noch was mitgeben zu dürfen, woran sie sich erinnern, an ihre eigene Qualität, ihre eigene Kraftqualität erinnern. Also wir durften ja in deinem Atelier ganz viele wundervolle Dinge anschauen. Und Maria sitzt ja, wie ich sehe sie nicht. Maria, kannst du mal zeigen, wovon sie gerade gesprochen hat? Weil ich hatte nämlich, Mara, du machst ganz viele für München, ja? Ja, Wenn sind schon am sie schon davon Gut. spricht, danke Maria. Ja. Aber wenn sie schon davon spricht, möchte ich euch das auch zeigen, weil Mara wird dann noch ein paar mehr machen und mitbringen, wenn wir mit Freya praktizieren, mit Jamili in München. Schau mal. Da ist sie nicht schön? Ja, es ist eine der Formen, ja. Die gibt es in unterschiedlichen, gibt es vergoldet und ganz erdig. Und also ich glaube, es kann da wirklich für jede Frau was dabei sein, also auch für die, die es lieber goldig wollen oder die es wirklich ganz bodenständig und erdig haben wollen. So. Und wir haben ja auch diese große Sonnenscheide, ja, der die Ahnenscheide ist Sonnenschale, schön. ja, die seht ihr oft auch, oder wir hatten sie auf dem Altar, wir hatten sie auch beim Stille-Retreat, hast du das mitgebracht? Dachsbär. Ja, so. Da fließt alles mit hinein. Und jetzt waren wir eben hier im Ursprung von deinem Wirken. Ja. Ja, es ist schön, das gerade so zu sehen, also dass ich da auf meine ganz eigene Art und Weise Teil des Ganzen bin. Ja. Ja, es freut mich aber sehr, die Fotos zu sehen und irgendwo. Da, das ist ja auch schon, du sagst 2012, das sind ja 10 Jahre, eine lange, lange Zeit. Wenn, 13. 13 Jahre, wenn du etwas herausnehmen würdest, weißt du, von all dem, was dich da begleitet, auch in der Art, wie du hast ganz viel assistiert, bist in ganz vielen Kreisen. Und das hat in deine Kunst, wenn du etwas herausnehmen würdest, oder wie würdest du das, weißt du, wenn jemand noch nie davon gehört hat, Von Awakening. ja, von unserer Arbeit, wie würdest du dazu einladen? Ist manchmal gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Wie, du meinst, wie ich den Frauenkreis einlade? Ja. Ja, wie ich, was ich so mit meinen Kunden und Klientinnen immer wieder bespreche, es ist, komm einfach und fühl selber.
Das ist die erste Variante, die einfachste Variante. Ich warte immer noch, aber ich frage das ja oft. Ich warte immer noch auf eine ganz kluge Antwort. Eine kluge Antwort. Warte, pass auf, ich gebe jetzt eine kluge Antwort. Ich habe so deutlich gespürt, und das ist bei mir wirklich 2012 losgegangen, ich habe so deutlich gespürt, wie wichtig es ist, dass wir Frauen erst in unsere urweibliche Kraft kommen, dass wir sie selber wirklich spüren, nicht nur davon reden und nicht nur sagen, wir spüren sie, aber ich spüre sie, sondern sie wirklich tief in uns spüren. Und wie weit ich zuvor davor weg war, das wurde mir wirklich klar durch Awakening Woman. Wie weit ich aus dieser, und ich habe aber gemerkt, dass das das Nonplusultra ist. Das ist das, ohne geht's nicht. Wenn wir Frauen nicht wissen, wer wir sind, was wir können, und wenn es nur immer für eine ganz kurze Sequenz ist, weil es hält, das geht ja auch manchmal wieder weg, so dieses Bewusstsein oder dieses Vertrauen, dass wir so in unsere Kraft kommen. Wenn wir Frauen das nicht wissen, dann geht es nicht weiter. Also wir sind, es hört sich doof an, aber wir sind die Leaders, wir sind die Führerinnen der Zukunft. Und das hat nichts mit ich bin der Chef hier zu tun, sondern ich bin da und ich muss es spüren und ich muss es verkörpern können und ich muss meine Grenzen kennenlernen und ausloten können. Geht nicht über Nacht, braucht ziemlich viel. Und dann voller Freude die Männer einladen, mitzugehen. Und weil nur, wie wir heute schon gesagt haben, Maria Magdalena, nur durch die Verbindung dieser beiden Kreise kann diese Mandala entstehen, dieses Zeichen der Yoni, das ist einfach die pure Weiblichkeit und dadurch kommt neues Leben. Und für mich ist das der Inbegriff unserer neuen Zeit, unserer neuen Welt, die sich gerade gebären möchte. Und da braucht es einfach wirklich starke, fühlende, liebevolle, mitfühlende Frauen. Keine Mitläuferinnen. Und wenn sie bloß ganz still im Hintergrund sind und dabei sind und einfach so das alles im Auge behalten, aber du musst wissen um deine Kraft, um deine Qualität. Und dann kannst du mit Schöpferin sein, dann kannst du mit Gestalterin sein. Ja, und dann kannst du auch das männliche Prinzip einladen. Das ist einfach braucht. Danke, 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 Mara. Das ist so, gibt gar nicht mehr viel dazu zu sagen. jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Tempelgruppen, Frauenkreise. Ja. Ich bedanke mich sehr, sehr auf das, dass du es möglich gemacht hast, dass wir hierher kommen konnten. Und auch gestern in unserem Initiationstag, wir hatten so viele Frauen, die das allererste Mal in diesem Kreis war. Das ist immer so schön. Ein ganz besonderer Moment. Auch Frauen wie du, die gesagt haben, eine Freundin hat mir gesagt, dass ich da hin muss und ich wusste gar nicht. Und ich wusste aber, dass ich da sein muss. Genau. Ja. Es ist mir eine ganz, ganz große Freude und eine Ehre, hier zu sein, mit dir zu sein und das mit dir einfach die Frauen dazu einzuladen. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch, für den wunderschönen Tag heute, die Schwesternzeit. Gibt es noch was von dir, was Wichtiges? Ja, ich sage danke. Ich sage von Herzen danke. War auch ein großer Schritt, sich damit mich da einzureihen in diese Reihe deiner Tempeltour. Ich bewundere dich total mit dem, dass du das so umsetzt. Finde ich. Und bist ein großes Beispiel auch dafür, für Tatendrang. Es war so schön gestern und es hat alles so wunderbar geklappt und ich für mich so ein großes Geschenk, die Frauen dann alle so glücklich rausgehen zu sehen und dann zu sehen, es sind neue Netze gewoben worden, neue Netze gesponnen worden. So, die Spinnerin war unterwegs und hat sich und hat uns alle irgendwo eingefangen. Ja.
Und zu sehen, dass sich die Frauen untereinander die Nummern tauschen und was da für Verbindungen entstehen. Es ist einfach wunderschön, so dass ich tatsächlich verleitet bin, mich das nächste Mal wieder mit einzuladen. Und würde mich total freuen, wenn ihr wiederkommt, wenn du wiederkommen würdest oder wenn wir wieder irgendwie in die Richtung was machen. Auch der heutige Tag war einfach sehr, der war wirklich nochmal sehr besonders für mich, weil ich gemerkt habe, es war kein Sonnenschein. So, man zeigt einfach gern seine Heimat im Sonnenschein und vom besten Licht. Ne? Oder es hat geregnet, geregnet, geregnet und teilweise geschneit. Und dann nochmal dieses Bewusstsein so, ach, das ist ein Teil von mir. Es ist nicht immer schön, es ist nicht immer die Glückliche, die Lachende, sondern es ist auch ein Teil von mir. Und es anzunehmen und es nicht sofort zu verurteilen oder, naja, danke der Göttin und zu sagen, es ist einfach Himmelsglück. Das Leben zu nehmen, so wie es kommt. Und wenn es nicht weitergeht, dann an die Füße der Göttin zu legen, das ist das ist wirklich damit gehe ich und damit gehe ich gut. Danke, danke, du Wundervolle. Ja, und wer gerne mal die Goldquelle besuchen möchte, herzlich gerne. Ich bin Unbedingt, unbedingt. immer im Atelier, aber ich bin gern bereit, jederzeit zu kommen, wenn man mich anruft oder mir Bescheid sagt, eine E-Mail Ja, schreibt. ich werde auch hier in der Beschreibung vom Video werde ich die Webseite von dir, damit man dich finden kann, und es ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und eben bei oft auch wenn Schamali in Süddeutschland kommt, bist du da. Ja, naja, Freya, München. bist du da? Ja. 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 Danke an dich. Danke an euch, die ihr das auch möglich macht, der große Kreis der Frauen. Und dann bis zum nächsten Mal.